Moin, moin. So, nachdem ich 14 Tage mich mit mir selbst beschäftigen musste, bin ich jetzt wieder da. Ich bin hier am Bahnhof Yorkstraße, um euch mal einen Sachstand zu geben über die Bauarbeiten am Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel bzw. der Zulaufstrecke nach Südkreuz. Ja, hier am Bahnhof Yorkstraße macht man also die letzten Gleisarbeiten hier. Die Kollegen, wo sind sie? Ich muss ja erst mal einfangen, da. Die fahren mit Stromschienenstücken und so einer motorisierten Lore in den Tunnel runter. Und dann wollen wir mal gucken, wie das hier weiter entlang der Strecke aussieht. Im Tunnel selbst sind die Weichen, die getauscht wurden, wohl drin, weitestgehend jedenfalls. So dass da dann jetzt auch noch Schotter, Stopf, Richtarbeiten und Schleifarbeiten stattfinden. Am Freitag stand ja am Bahnhof Schöneberg so eine Schleifgarnitur von der Firma Foslo. So, und hier bin ich jetzt auf einer Monumentenbrücke. Das ist jetzt Blickrichtung S-Bahnhof Yorkstraße, den ihr dort sehen könnt. Im Hintergrund ebenfalls zu erkennen der Potsdamer Platz bzw. die Trasse der U-Bahn-Linie 2. So, was hat sich hier auch getan? Nun, das Zulaufgleis hier von Südkreuz bis in den Tunnel hinein ist ebenfalls fertig. Man ist jetzt praktisch dabei und montiert hier gerade wieder die Stromschiene samt Halter. Verschweißt ist das Ganze auch, und weil die alten Schienen hier noch okay gewesen sind, hat man die wieder benutzt und wieder eingebaut. Die sollen aber noch reprofiliert werden, also sprich mit einem Schienenschleifzug befahren werden. Ja, wie gesagt, hier in dem Bereich fehlt jetzt nur noch die Stromschienenabdeckung. Die liegen aber auch schon alle bereit. Hinten im Bereich der Yorkstraßenbrücke ist man dabei und macht letzte Feinarbeiten am Oberbau. Ja, und wie weit das im Tunnel ist, habe ich euch ja dann schon eben gesagt. So, das ist jetzt ein Blick auf die Dudenbrücke, und im Hintergrund ist dann schon am oberen Bildrand so schemenartig der Bahnhof Südkreuz zu erkennen. Hier ist man schon etwas weiter. Hier ist die Stromschiene auch schon abgedeckelt. Also das ist jetzt praktisch hier ja der letzte Touch, bevor es an die Wiederinbetriebnahme geht. Und bevor noch der Schleifzug kommt, müssen ja auch dann noch hier noch die Stromkabel angeschlossen werden für den Starkstrom. Aber das kommt, wie gesagt, auch alles noch. So, ich werde mich jetzt zum Bahnhof Südkreuz begeben. Mal gucken, was da noch irgendwie rumsteht. Und dann will ich ganz gerne auch heute noch einen neuen Update von der Dresdner Bahn starten. So, und hier bin ich jetzt gleich am Bahnhof Südkreuz. Den könnt ihr ja im Hintergrund sehen. So, und an Arbeitszugmaterial stehen hier nur noch 6 klägliche Flachwagen, welche auch alle leer sind. Entweder sind noch welche im Tunnel oder man hat hier schon den Arbeitseinsatz an Wagen, den man braucht, zurückgefahren. Ja, hier dieses Stück hier im Vordergrund, also bis praktisch zur Dudenbrücke, das ist ja unangetastet geblieben, weil das ist ja das Stück, welches man ja praktisch mit Bau und Eröffnung Bahnhof Südkreuz neu aufgebaut hatte.
Ja, das war es soweit hier zu den Tunnelbauarbeiten. Und dann sehen wir uns demnächst wieder an der Dresdner Bahn. Und wenn ich es schaffe, dann gibt es die Woche auch noch ein Video aus Schöneweide. Warte mal, ich muss mal ein bisschen Licht machen. So ist das, glaube ich, besser. Hier nochmal ein kleiner Nachbrenner zu den Bauarbeiten im Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn beziehungsweise auch zu den Bauarbeiten, die dort im Zulaufbauwerk der S2, S25 und S26 passiert sind. So, also insgesamt wurden im Tunnel 3 Weichen erneuert. Vorm Tunnel, das ist das, was auf der S2, S25 im Bereich Bahnhof Yorkstraße bis Dudenstraße passiert, sprich 1,1 Kilometer Gleiserneuerung und komplette Schottererneuerung. Das hattet ihr ja schon im letzten Video gesehen. Des Weiteren sind insgesamt auf 5,1 Kilometer Länge im Tunnel Schienen zu wechseln gewesen. Dies betraf hauptsächlich die engen Kurvenradien, wie zum Beispiel zwischen Oranienburger Straße und Friedrichstraße, Friedrichstraße unter den Linden Potsdamer Platz und dann weiter nach Anhalter Bahnhof. Des Weiteren wurde auf knapp 5 Kilometer das Gleis im Tunnel gestopft und gerichtet. So, und anschließend sind noch 9 Kilometer insgesamt mit Schienenschleifarbeiten durchzuführen. Also es ist jede Menge, was dort im Tunnel los war. Und alle die, die jetzt immer noch sagen, das hätte man alles nachts mit Pendelverkehr machen können, ja, da kann ich nur sagen, gut, für solche Leute kann man dann nur eins sagen, Leute, geht mit eurer Modellbahn woanders spielen oder treibt euch auf TikTok rum, aber nervt nicht mit so unqualifizierten Kommentaren dann dazu ab, denn jedem muss ja wohl klar sein, wenn ich im Tunnel zum Beispiel eine Weiche erneuere und den Schotter dazu erneuere, dass ich irgendwie das Baumaterial in den Tunnel hineinkriegen muss, als wie auch das Altmaterial aus dem Tunnel rauskriegen muss. So, und dass das natürlich nicht funktioniert, wenn auf dem Nachbargleis die S-Bahn im Pendelverkehr fahren, das sollte eigentlich jedem normal denkenden Menschen in Deutschland klar sein. Aber wie gesagt, gut, das war es jetzt nochmal, was ich dazu zu sagen hatte. Und es wird vielleicht wahrscheinlich das letzte Video zu diesen Bauarbeiten sein. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch mal so ein paar interessante Begegnungen auf dem oberirdischen Abschnitt. Aber ich denke, das wird es da erstmal gewesen sein. Also in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Servus.